Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Monat März. Ja, da sind auch die ganzen Neuzugänge dabei, die ich aus der Leipziger Buchmesse mitgebracht habe. Und ich will euch auch noch ein bisschen mehr zeigen. Eine Menge mehr Gedöns, was ich von der Leipziger Buchmesse mitgebracht habe. Fangen wir damit an mit den Neuzugängen, die ihr vielleicht aus meinem Lesemonat kennt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, ob das beim letzten Monat dabei war, aber ich glaube es nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Egal. Und wenn es im Februar schon dabei war, Laura Newmans Disney World kann man nicht oft genug in die Kamera halten. Es ist nämlich ein 15-Punkte-Buch. Es ist ein absolut tolles Buch. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach die Rezi von mir an. Da wird es euch erzählt, was da drin so vorkommt. Und dass bei Zoe, der Protagonistin hier, die ganze Welt sich verändert. Absolut geiles Buch. Ist ein Crossover, Fantasy, Urban Fantasy, Endzeit-Roman sozusagen und Jugendbuch, alles kreuz und quer. Auf jeden Fall ist es endgeil. Und eine absolute 100%ige Leseempfehlung. Ja, dann haben wir als nächstes auch noch ein 15-Punkte-Buch, nämlich der dritte Teil von Noel und Noel. Und wenn ihr da irgendwie mehr drüber wissen wollt, schaut meine Rezi, beziehungsweise schaut alle drei Rezis von Noel und Noel an, denn das ist ja eine Reihe von Niki P. Kiso, die ich tollerweise, hallo Niki, in Leipzig kennenlernen durfte. Laura kenne ich ja schon eine Weile. Hallo Laura. Wie gesagt, absolutes 15-Punkte-Buch. Die Reihe ist auch unheimlich toll. Weiter im Text. Der Phil, den kenne ich nun auch schon einige Jahre. Der Philipp Beetz, auch unter Mr. Trashpack aus YouTube hier bekannt. Der hat ein richtig cooles Buch geschrieben, Tipps und Tricks für deinen Channel. Falls du einen YouTube-Channel aufmachen willst, dann ist das Ding, der absolute Shit. Das erklärt dir genau, was du beachten musst, wie du das aufziehst, einen YouTube-Channel zu eröffnen. Im Prinzip von A bis Z erklärt ihr dir, wie das alles funktioniert, wie du das entwickelst, was du für Equipment brauchst, was du da beachten musst und. Ja, echt toll, das Buch. Und der Phil ist ein cooler Hund. Und und noch eine YouTuberin, die ich schon seit einigen Jahren kenne. Damals in Berlin haben wir uns kennengelernt. War damals voll der Fan. Die Lisa Sophie, It's Coleslaw, wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Ein Leitfaden zum Umgang mit peinlichen Situationen aller Art. Da erzählt die Lisa von ihrem Erwachsenwerden und was sie sich da selber für Schikanen bereitet hat, weil sie ein Schussel ist und generell mal in jedes Fettnäpfchen reintritt, in dem er so reintreten kann. Sie erzählt von ihrem Erwachsenwerden, was sie für lustige Zeiten hat, von der ersten Liebe, von schlimmen Sachen, von Depressionen, die sie gehabt hat, von ihrem Selbstmordversuch, von ihrem Gott sei Dank missglückten und vom generellen Erwachsenwerden, was da alles so auf sie zugestürmt ist.
Ich habe es den Leipzig zu ihr gesagt, es ist überraschend gut geschrieben und es ist es auch. Ja, sie schreibt seit 14, seit sie 14 ist. Da hat sie in einer Augsburger Zeitung, denn sie ist aus Augsburg ursprünglich. Ja, da hat sie sogar eine Kolumne gehabt über Jahre. Erst als sie dann zum Studium ja, nach Nordrhein-Westfalen Richtung Köln aufgebrochen ist, ja, hat sie dort aufgehört zu schreiben. Und daher hat sie schon einige Erfahrungen. Ja, und sie will ja eh mal Journalistin werden, von dem her. Ja, ist das schon mal ein Buch, ein guter Anfang, würde ich sagen. Ne? Lisa hat mich echt richtig abgeholt und ich bin ehrlich gesagt von dem Buch überaus begeistert. Ja, das waren mal die Bücher, die ich im März schon gelesen habe. Dann kommen wir, und im Übrigen, ich glaube, ich habe vergessen, die Niki zu signieren lassen, aber auf der Leipziger Buchmesse ja, habe ich hier von der lieben Laura das Buch signiert bekommen und auch das Buch von die Lisa hat hier signiert. Ja, und Phil hat nicht auf der Leipziger Buchmesse signiert, obwohl ich auch da bei seiner Signierstunde war, aber ich war die Woche vorher am Samstag schon mit Phil in München unterwegs und von dem her hat er da in München schon reingeschrieben und signiert. Ja, jetzt kommen wir dazu und es geht weiter. Hier von Heiko Griesbach, Hexeninternat, Tod auf der Party. Wer Hexeninternat schon mal gelesen hat oder das bei mir gehört hat, ich fand es immer gut. Ich bin leider Gottes zu den Spin-offs oder kann man Fortsetzungen dieser Geschichte noch nicht dazugekommen, dass ich sie lese. Obwohl die Bücher, wie ihr seht, ne, nicht so die dicken sind, aber mal zwischendurch. Es ist eine, oft eigentlich eine tolle Geschichte gewesen. Ja, dann habe ich in München Anfang des Monats waren wir auf einem Booktuber-Treffen in München und da habe ich dieses Büchlein mitgenommen aus dem Text. Das übrigens ein endgeiler Buchladen in München in der Nähe vom Sendlinger Tor ist, falls ihr das nicht kennt. Ja, ich lese euch das mal hier vor. Das Leben ist so voller unmöglicher Dinge, die ich nicht begreife. Für Joe ist die Welt mitunter ein Rätsel, aber zum Glück hat er ja immer seinen Zwillingsbruder Alvin. Als Alvin sich Hals über Kopf in Julia verliebt und ihr nach Tennessee folgt, ja, eines Tages jedoch steht plötzlich Julia bei Joe vor der Tür. Sie bittet ihn verzweifelt um Hilfe, denn Alvin ist verschwunden, spurlos. Gemeinsam brechen die beiden auf und bald schon ist für Joe das Leben ganz neu und voller Überraschungen, bis er allmählich hinter das Geheimnis um Alvins Verschwinden kommt. Ein ganz außergewöhnlicher Roman über das große Rätsel der Liebe. Ja, irgendwie hat mich das interessiert. Im Oettinger erschienen von David Lampson vom Finden der Liebe und anderen Dingen. Ja, ich bin gespannt. Eigentlich für 14,95 als Hardcover. Ich habe es im Text für 7,50 bekommen.
weil, wie gesagt, im Text werden ja Mängelexemplare und Restposten und so Zeugs verkauft und von dem her sind die Bücher da immer günstiger. Ja, ich bin drauf gespannt auf diesen Teil. Ich habe das noch gar nicht auspackt, sehe ich hier, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das ist der dritte Teil von der fünften Welle, quasi, falls ihr wisst, welches Buch ich meine. Der letzte Stern von Ricky Wednesday. Im Goldmann Verlag erschienen für 16,99. Wenn wir aufgeben, bleiben sie, bis das letzte Herz aufhört zu schlagen. Sie kamen, um uns zu vernichten, die anderen. Eine fremde, feindliche Macht. Vier Wellen der Zerstörung haben sie bereits über die Erde gebracht. Jetzt ist die Zeit der fünften Welle gekommen. Die Vollendung ihres Plans, alles Menschliche auszurotten. Doch noch gibt es Überlebende. Cassie, Ben, Evan und ihre Freunde werden weiterkämpfen. Auch wenn sie verraten wurden, wenn sie keinem mehr trauen können. Sie wollen die Menschheit dennoch nicht aufgeben. In letzter Minute schmieden sie einen tollkühnen, tödlichen Plan, der sie direkt ins Herz des feindlichen Lagers führen soll. Ja, das grandiose Finale der Bestseller-Trilogie. Ich bin sehr gespannt. Ich habe unterschiedlichste Stimmen gehört, dass es eher mau ist und nicht so toll und bla. Ich bin gespannt drauf, denn ich will wissen, wie es ausgeht. Die Bücher stammen übrigens nicht von der Messe. Ich will es nur dazu sagen, das sind einfach Neuzugänge, die ich mir gekauft habe. Bisher. Hier ist übrigens noch ein Laura Newman This New World Teil, falls euch der hier aufgefallen ist. Der ist signiert. Der nicht. Der ist von der Leipziger Buchmesse. Ich muss mich also berichtigen. Da hat nämlich die liebe Laura reingeschrieben. Dann kommen wir zuerst zu diesem hier. Und zwar von Trevor Noah. Farbenblind heißt dieses Buch. Ein fesselndes Buch, aufrührend, traurig, komisch, schreibt die New York Times. Falls ihr wisst, wer der ist, der Typ, ja, das ist der Host und also der Moderator von The Daily Show, einem der berühmtesten Late-Night-Shows in den USA. Und ich bin der absolute Fan von dem Typ, weil er urkomisch ist und ein wahnsinnig toller Stand-Up-Comedian. Und wirklich was in der Birne hat, der Typ. Und weil die Show einfach genial ist. Ich schaue die Show eigentlich jedes Mal. kann man auf Comedy Central im Internet anschauen. Ganz legal, frei. Kann man das streamen bei Comedy Central. Ich erzähle euch kurz, ich lese euch das mal ganz kurz vor. In Soweto waren alle Menschen schwarz, nur nicht ich. In der Schule waren alle weiß, nur nicht ich. In einem Land mit 50 Millionen Einwohnern kannte ich sonst niemanden, der so war wie ich. Trevor Noah wurde schon als Verbrechen geboren. Er kam 1984 im südafrikanischen Township Soweto als Sohn einer Xhosa und eines Schweizers zur Welt. Ja, Mischung, cool, ja?
ein Gesetzesbruch unter dem Apartheidsregime. In Farbenblind erzählt Trevor Noah ebenso feinsinnig wie komisch in 18 Geschichten von seinem Aufwachsen in Südafrika, das den ganzen Aberwitz der Apartheid enthüllt. Ja, der New York Times Bestseller vom größten internationalen Comedy-Talent seit Jahren. Schreibt die Zeit. Ich bin total darauf gespannt, weil ich einige Auszüge aus diesem Buch schon kenne und die sind urkomisch und total aberwitzig. Und wer, wie gesagt, diesen Trevor Noah kennt von The Daily Show, ja, der ist auch bei seiner Show urkomisch und als Stand-Up-Comedian total genial. 1999 bei Blessing erschienen. Ja, cool. Dann kommen wir zu einem zweiten Teil. Und zwar ist das Winternachtssonne. Das ist der zweite Teil von Christel Zaurini. Ich habe vor viel zu langer Zeit, ehrlich gesagt, den ersten Teil gelesen und ja, der ist im Drachenmond Verlag erschienen und ich kenne ja die Christel nun auch schon seit einigen Jahren und ich muss jetzt unbedingt diesen zweiten Teil mal lesen. Ja, ich, das ist viel zu lange her, weil der erste war nämlich schon echt toll. Es war damals ihr Debüt und mittlerweile ja, sind schon ein paar andere Bücher rausgekommen. Aber mich interessiert, wie es hier mit hier der Protagonistin hier weitergeht, denn das ist nicht mehr, glaube ich, die das ist die kleine Schwester irgendwie so aus dem ersten Teil. Also es ist eigentlich kein erster Teil, sondern ein Spin-off vom zweiten Teil sozusagen, glaube ich. Wie auch immer. Seit dem Tod ihrer Eltern ist Bettys Kopf ein düsterer Ort voller Schmerz und tiefer Abgründe. Bevor sie sich in ihrer Trauer vollkommen verlieren kann, schickt ihr Bruder sie in eine Therapie, so wie Aiden, wo sie Aiden kennenlernt. In dessen Kopf dieselben Schatten hausen. Für eine Zeit scheint es, als könnten sie sich gegenseitig retten. Doch dann beginnt für beide der Alltag wieder und Aiden scheint wie ausgewechselt. Gezwängt in Muster, die er nach all den Jahren nicht mehr ablegen kann, verletzt er Betty immer wieder. Ist ihre Verbindung stark genug, um die Rollen, in denen sie Zuflucht gefunden hatten, aufzugeben? Ja, ja. Mich interessiert es trotzdem. Auch wenn es ein bisschen traurig klingt fast, ja, was da auf dem Buch hier so drauf steht, aber why not? Ich finde das Cover toll. Übrigens. Ja.